Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich werde das so verlinken. Um dieses Gerät handelt sich das, das will ich verkaufen, also um das Spiel. Also man sieht daran an diesem Spiel, es ist die N64 mit diesem Expansion Pack. Ohne würde es gar nicht laufen. Wenn man das, wo ist die Fernbedienung? Also wenn man das Spiel starten würde ohne Expansion Pack, dann würde da stehen Expansion Pack required. So eine Speichererweiterung ist das. Und ihr seht dann, die Konsole funktioniert an diesem Beispiel. Ich kann da mal das Spiel starten. So, hier sieht man das Spiel in Aktion hier. Was nehme ich? Irgendwas mal starten. Ich bin eh ein schlechter Spieler. So. Ja, man sieht also, es funktioniert die ganze Show hier. Ich habe hier, ach sogar USB-Stick, Port 1 ist das sogar. Da muss man wohl die Konsole starten, also den Controller anschließen und dann die Konsole starten. Also, was nicht funktioniert ist, die Konsole starten und dann die Controller anschließen. Warum auch immer. Ich sehe, das ist ein Gorilla hier, also die Sprunghöhe von dem ist aber, kann man das irgendwie tricksen hier, dass man... Ich weiß, es ist was anderes hier. Ich kenne auch die ganzen Buttonbelegungen nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele das ultra selten, das Spiel. Ich dachte, ich bin irgendwie nur... Ach so, das ist ja eines der Spiele, wo man die ganzen Funktionen... Also kann sie natürlich nicht oben festhalten und hochziehen. Es ist eben ein Spiel aus der Mottenkiste, was soll ich sagen. Also dieses Spiel ist hier zum Beispiel das hier. Das ist original verpackt. Mit Anleitung und allem hier. ZB. Und dann stelle ich jetzt mal die anderen Sachen vor, die ich noch habe. So, wie gesagt, dieses N64-Spiel ist dabei. Das wurde sogar mit Expansion Pack ausgeliefert, weil ohne läuft das gar nicht. Ich glaube, sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Hallo? Was ist da noch drin? Ist irgendwas noch drin hier? Das kann, ja, ein Stück Pappe. Raus damit. Muss auch nicht sein. So, das tue ich mal trotzdem wieder rein. Das ist heutzutage wahrscheinlich vergleichbar so ein bisschen. Übrigens das Spiel hier nochmal. Das hatte ich vor kurzem gesehen. 8 Gebote waren da 30 Euro. Dann ist da noch Diddy Kong Racing. Das sind so eine Hüllen hier. Das sind keine. Ja gut, das ist hier eine Videokassettenhülle. Das ist unterschiedlich bei den Spielen. Also Diddy Kong Racing ist das. Hier, bei dem ist zum Beispiel so, das ist extra eine spezielle Hülle dafür. Die waren damals in Videotheken. Das ist extra eine Aussparung, um das Modul aufzunehmen. Majora's Mask. Dann hier Wave Race mit einer selbstgemachten Papille. Das habe ich mir ausgedruckt und dann ausgeschnitten und so geklebt. Ich habe es sogar getackert. Hier ein James Bond Spiel. Ist das jetzt indiziert noch? Ist es nicht indiziert? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mehr. Hier Pierce Brosnan in der Hauptrolle. Ich glaube, bei den Spielen, die nicht mehr indiziert sind, ich meine, es ist nicht mehr indiziert. Wenn man so liest, was alles nicht mehr indiziert ist. Mario Kart 64, auch in so einer Videothekenhülle. Alleine die Hüllen, die kriegt man heutzutage kaum noch. Ich weiß gar nicht, ob man die heutzutage noch bekommt. Das war vor Jahren, war das, da habe ich durch Glück diese Hüllen bekommen. Ich glaube, waren das 10 Hüllen für 18 Euro? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war schon damals so ein Riesenglück. Dann Top Gear Rally. Dann Turok 2. Auch in so einer Videothekenhülle. Leider nicht mit Anleitung. Pilot Wings 64. Das muss doch irgendwie. Ich mach kurz den Fernseher aus. Irgendwie eine Seite geben, wo man Anleitungen für diese alten Spiele runterladen kann. Das gibt bei Schachcomputern, gibt es, ist es Zanchetta. Da kann man von Mephisto, Fidelity, Novak diese ganzen Anleitungen runterladen. Dann hat man die als PDF aus seinem Computer. Und dann kann man sogar die Seiten, die man haben möchte, kann man sich ausdrucken. Deswegen, gerade bei Konsolen, es würde mich wundern, wenn man nicht irgendwo das eine Möglichkeit gäbe, die Anleitung auszudrucken oder runterzuladen.
Dann hier Lilat Wars. Das war früher eines meiner Lieblingsspiele. Ja, die sind alle so selbstsprechend, die Spiele. Das Rumble Pack habe ich nicht. Dann Banjo und Kazooie haben wir hier noch. Leider alle ohne Anleitung. Dann Mischief Makers. Das ist, glaube ich, eine Originalhülle. Und nicht, dass ich was Falsches erzähle. Und mit der Anleitung. Das hat die Anleitung. Mischief Makers mit Originalverpackung und Anleitung. F-Zero original verpackt mit Anleitung. Dann Mario 64. Das ist eben ein Tutorial, da braucht man keine Anleitung. Ist auch keine dabei. Das kann man auch locker so spielen. Dann Turok 3. Ich brauche es gar nicht reinkommen, das ist alles ohne Anleitung. Aber alles hier, auch dieses Spiel hier, bis auf wenige Ausnahmen in diesen N64-Hüllen. Dann haben wir noch hier Zelda Ocarina of Time. Die lassen sich alle ohne Anleitung spielen. Und hier Turok Dinosaur Hunter. Das allererste Turok. Das habe ich letztes Jahr sogar nochmal durchgespielt. Da habe ich es mal durchgespielt. Und zwar auf der Switch. Da gab es so eine, sagen wir mal, grafisch schärfere Version. Weil die hat da kein HDMI, die N64. Und da habe ich es dann zum ersten Mal durchgespielt. Also zwei Controller, zwei Konsolen, eine mit diesem Expansion Pack, eine ohne Expansion Pack. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Spiele. Sagen wir für die Spiele 200 und für die beiden Konsolen mit den Sachen 70. 270 Euro. Dann könnt ihr euch das hier abholen an Selbstabholer. Ich bedanke mich auf jeden Fall und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.